Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Mario Tennis Aces. Ja, das letzte Mal haben wir hier aufgehört. Direkt vor der direkt von dem Schneeberggipfel. Und schon ist, was erwartet uns? Ein Eisgolem? Kenne ich nicht. Mal schauen, was es dann ist. Ja, gehen wir doch gleich rein. Besiege innerhalb des Zeitlimits den Boss des Schneewerks. Okay, können wir auch gleich schauen, wer das ist. So. Kiste. Die Hände aus Mario 64? Wut? Nur eine Eisform statt Wüste ist ja... Die haben es noch nie ernsthaft gemacht. Aua! Holy moly! So, das ist gerade so wie gesagt, aber ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Das Auge, denke ich mal. Krallen. Oh, shit. Holy shit, das ist hier schwer auszuweichen. Also ich würde sagen, das ist definitiv der schwerste bis jetzt. Ich finde es um einiges schwerer als dieser Spiegelboss aus der Villa der Illusor. Also war es zwar auch nicht einfach auszuweichen, aber ich finde immerhin einfacher als hier. Alter, wieder Zeit weg. Shit. Ich glaube, wir sterben in Zeit tot. Ich denke, das ist eigentlich auch das häufigste Boss, dass man einen am Zeitlimit stirbt. So, diesmal mussten wir zwei mehr machen. Ich denke mal, es war Absicht. So, schauen wir, welche Seite gehen wir. Ach, scheiße, Leute. Ich kann das einfach nicht. Es ist so schwer. Es ist so schwer, hier auszuweichen. Alter, das zieht immer so viel Zeit ab. Ja, ich kann das immer noch nicht. Leute, das ist so schwer. Also ich weiß nicht, ob es auch schwer aussieht. Vielleicht nämlich nicht. Ist ja häufig so, dass irgendwas nicht schwer aussieht, aber es ist so schwer. Noch 40 Sekunden. Shit. Das wird wirklich knapp. Nein. Wir sind tot. Alter, dieser Boss, oh Gott. Kann ich nicht warten. Der ist so schwer einfach. Schade, aber es gibt immer ein nächstes Mal. Oh, Leute, scheiße. Das Problem ist,
Okay, ja, ich habe öfters mal den Ball verfehlt. Deshalb bin ich auch Teil dazu. Aber das größte Problem mit Abstand waren die. War die Menge an Zeit, denke ich mal, die ich verloren habe bei dieser Eisklotz-Attacke. Aber jetzt mal so als Frage, ist das jetzt ein Eisgolem? Also, warte mal. Du bist auch ganz schlau. Und es hat nicht geklappt. Shit. Hey, wie kann man es denn bitte eigentlich überhaupt hier schaffen, nicht getroffen zu werden? Das ist doch einfach nur krank. Was haben sich die Entwickler da ausgedacht? Kranke Schweine. War das knapp. Aber diesmal ist es so, sind wir einiges besser mit der Zeit. Ja, genau. Ja, als ob er ihn verfehlt, als ob. Uns verarschen die alle. Was hat er vorhin bei der Animation so weit weggeschlittert, dass das verfehlt hat? Ich bin da nicht drauf klar, Leute. Da, gut, dass ich nochmal Zeit gut einsetzen kann. Okay, so, ich bin jetzt hier. Weil du. Wie hätte ich dem jetzt ausweichen? So. Ich bin eigentlich sehr gut dafür. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Keine Ahnung. Ja, betreib's auch mit dem. Mit den geladenen Schüssen, ist es jeder Schuss geladen oder was? Lol. Die meinen das ernst? Die machen jeden scheiß Schuss geladen. What the fuck? Okay, nee, anscheinend nur wegen während der Phase. Warum auch immer. Ich hab auch so wieder eher losgelassen. Ey, Shot. Mario, yeah. Oh, yeah, Mario. Okay. Oh, das Verlade sieht geil aus. Das ist doch nice. Und da sind einfach Koopas und Shiges. Die Rounding ist auch mit Pickaxes. Ah, das ist geil mit diesen Details. Das gut, also wir haben einen weiteren Machtschlein. Das ist doch schon mal schön. Schafft Mario! Die Eis sollen schmelzen! Die Scheiches, die festgesessen hatten, sind frei und wir haben uns die Schatztruhe geschnappt. Du hast den dritten Machtstein erhalten! Jetzt haben wir schon drei Machtsteine. Fehlen nur noch zwei. Klasse! Aber Tod Stimme bringt mich wirklich um irgendwann. Ein Loch. Ist das wirklich so eine gute Idee? Ach so, das ist eine Verbindung.
Ist das jetzt eine Verbindung oder nee? Moment, ich gehe einfach rein. Ja, okay, war Luigi und Wario gekommen. Ein Zeppelin! Okay. Ich fühle mich beobachtet. Hast du es gesehen? Das ist das Luftschiff, mit dem wir auf diese Insel gelangt sind. Ich wette, Luigi und die anderen sind da drin. Da bin ich mir sogar vollkommen sicher. Das ist gar nicht gut. Ja. Das Luftschiff ist Richtung Meer unterwegs. Die müssen es auf den nächsten Machtschirm abgesehen haben. Dann müssen wir uns beeilen, damit sie hier nicht vor uns da sind. Okay. Persönlicher Platz Schneeberg jetzt bei Mehrspielerpartien und im Real-Modus verfügbar. Ja. Ist doch nice. Oh, dieses schöne Rumble. Ah gut, und hier ist es nicht vom Schneeberg drauf aus. Wieder hoch kann man wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay, schau mal. Ein Piratenschiff. Ja, nice. Also, ein Bowser-Piratenschiff. Nun gut. Und es regnet. Ah, geil. Okay. Gehen wir. So drauf. Stehen bleiben, Freunde. Das Rätsel ist doch auf Kilometer gegen den Wind, wenn jemand nicht fliegt. Was treibt der denn hier? Hallo, Entschuldigung, aber erkennst du uns nicht mehr? Wir haben uns doch im Wald gesehen. Ah, da habt ihr wohl meinen kleinen Bruder kennengelernt. Ich weiß, wir erinnern uns sehr im alle Cooper Hensi. Aber gut, dieses Schiff gehört jedenfalls uns beiden. Aha, und wäre es vielleicht möglich, dass du uns auf die See hinausfährst? Als Fremder sollt ihr wohl mit der See nicht vertrauen. Was? Da draußen wütet ein Sturm. Es wäre total verrückt, da jetzt hinauszufahren. Ach, ein alter See wie du lässt sich doch davon wohl nicht abschrecken, oder? Bitte, wir müssen vor Luigi und den anderen den nächsten Machtschein finden. Keine Ahnung, was ein Machtschein ist. Was ein Machtschein und wer Luigi ist. Luigi wieder gedisst. Aber auf dem Meer treiben Seeungeheuer hier ungewesen. Da draußen ist es zu gefährlich, auch für alte Seebären. Es gibt Gerüchte über einen alten, versunkenen Schatz. Sowas lockt die Viecher an. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Ein boshaftes Seeungeheuer soll den Schatz bewachen. Angeblich versinkt die Schiffe, die ihnen sich nähern, mit Hilfe riesiger Wasserstürme. Wer sich mit diesem Monster anlegt, hat gute Aussichten, in dessen Bauch zu landen. Ein alter versunkener Schatz? Das muss doch der Machtschein sein. Luigi und die anderen versuchen bestimmt, ihn sich zu schnappen. Hör mal, dieses Seeungeheuer werden wir schon irgendwie klein kriegen. Also bitte, bitte, fahren Sie mit deinem Schiff dahin raus. Ihr meint das wirklich ernst, was? Warum, wenn ihr euch eure Sache so sicher seid, aber wenn es zu gefährlich wird, drehe ich um. Der Kraken ist da draußen. Aber die Beschreibung wird tatsächlich passen. Bucht der wilden See, aber erstmal geht's wohl ein bisschen entlang. Ne? So, mal schauen, was hier kommt. Hola, was für ein Schuh. Ein Blooper? Der soll das Seeungeheuer sein? Wie dem auch sei, Mario. Du musst dieses Wesen besiegen. Also, wenn der das Seeungeheuer ist, dann lache ich mich richtig. Gut. Besiege Blooper in einem Tennismatch. Oh, warte mal, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, vielleicht ist es kein Kraken, sondern ein fetter Blooper, so wie in Paper Mario Sticker Star. Oh shit. Der ist nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. What? War Fehler? Haha, so einfach kannst du es bei mir nicht versuchen. Ich bei dir vielleicht schon. Jupp.
Anscheinend ja. Okay, da ist ein Lappen. Ich sehe den. Weil echte Spieler, die blocken den eigentlich fast immer. Ey, ja. Da hat gerade mein Ball gerettet, ne? Hätte er nicht draufgeschlagen, hätte er einen Punkt bekommen. Ging ja aus. Da gerade eben, das, was ihr da gesehen habt. Nice, nice. Danke dir, ne? Dass du so sozial bist. Weißt du was? Dafür, dass du sozial bist, kriegst du von mir ein Geschenk, das hier. Und? Cool? Also ich fand das Geschenk gut. Aber, oh, wenn ich hier wieder hinschaue. So nice Regen. Oh. Warum haben sie die nicht auch in den normalen gemacht? Aber ich frage mich das ernsthaft so. Ah, shit. Weil, gut, und zwar, ich meine, weil, was? Dieser Schuss, habt ihr es gesehen? Alter, ja, ist klar, ne, ist klar. Dafür werde ich jetzt ausrotten. So. Wurde getötet. Und der Kalamari zu haben. Oh, Fehler. Ich weiß wirklich nicht, warum es ein Fehler ist, wenn man gegen den Mast schlägt und direkt einen Punkt drin macht. Ich weiß, ich kenne sich irgendwie mit Tennis aus. Hat das irgendwas mit der echten Tennisregel zu tun? Gut, das habe ich dann gemacht. Ah, wie gesagt, hat das was mit der... Oh, drei Sätze. Ordentlich. Oh, no. Aber ich muss sagen, beim anderen Match, da wurde der Mast nicht viel genutzt. Aber bei dem hier, dann nutzt der Blooper den echt... Krassen. Oh. Ich glaube, das ist wahrscheinlich trickreich, was er da so hat als Charaktereigenschaft. Ja, so will ich ganz bei mir nicht probieren. Okay. Und wie es aussieht, ist tatsächlich so, er ist ein ziemlich... Ah, lol, das hat das auch gemacht. Ah, ich würde dich... Ich würde dir wirklich interessieren, was... Nein! Das ist nicht wirklich passiert. Das ist nicht wirklich passiert. Ey, komm, der darf keinen Satz machen. Er darf es einfach nicht. Oh, no. Wieso nur? Alter, was macht der Typ? Die ganze Zeit schafft es, gegen diesen Scheißmast zu spielen. Es kann doch nicht warten, es kann nicht warten. Was läuft bei dem falsch? Gegen den Mast spielt er so, als ob der hier der beste Spieler auf diesem Planeten wäre. Und er kann aber keine Zielschläge abwehren. Was ist das? Ah, wirklich. Das ist krank, wie gut der mit dem Mast spielt. Oh, what? Nein, zwei! Er hat schon zwei Spiele! Ihr verarscht mich doch hier alle! Ey, das war wirklich das war. Fehler. Oh, macht das doch jede Runde. Oh, nein, Leute.
Naja, bringt mich hier um. Oh, statt. Ein super gemacht und Alter! Wie schwer sind denn die Bälle bitte? Immer diese scheiß Masterprallbälle! Was läuft bei dem Typen falsch? Jo! Ey! Irgendwas stimmt bei dem nicht. Irgendwas ist bei dem falschen Kopf. Was hat er genommen? Was hat er? Beruhigen, beruhigen. Okay, okay, wieder ein Pokémon. Wir können den Einsatz hier machen. Puh, es wird spannend. Es geht vielleicht so ganz Tiebreak. Nein! Wieso aus? Wieso aus? Wieso aus? Ich dachte, den haben wir nicht mehr. Aber war ich gerade schon am Aufgeben. Also am Aufgeben für den einen Ball hier quasi. Ey, als ob, genau, natürlich tut er so, dass ich gerade wahrscheinlich aus der Range spiele. Ah, okay, gut, wieder eins gemacht. Drei, zwei steht es also. Puh. Ja, 15. So, jetzt gibt's in die Fresse, du Spacko. Was macht er für kranke Bälle? Was läuft bei dem Typen eigentlich falsch? Nein! Ja, und noch sag ich auch, Mario. Oh, scheiße, die Energie ist mir zu schnell ausgelaufen. Ey, was läuft denn bei den Typen wieder jetzt auf einmal krank ist ab? Die ganze Runde lang mal, also, ne, den ganzen Satz lang hier meine ich, oder das ganze Spiel lang auch, also, halt nicht das Spiel an das wir denken. Ey, Leute, das kann nicht sein. Ich bin bei 30, bis 30. Er kriegt keinen Punkt. Und dann geht er bis 40. Ich sag einfach nichts mehr. Einfach nichts mehr sagen. Scheiße. Was ist das für ein kranker Typ? Bitte, jemand. Alter.
1312, was ist das? Ja, genau. Ey, du Spaß, ey. Jetzt hat er wieder zu mir gehalten. Hey Leute, ich hab das von gerade überhaupt gar keine Motivation. Er macht irgendwas krank im Schock. Also er kann keine scheiß Sternwelle fährt, ja. Das kann er nicht. Aber er kann fast jedes Mal perfekt an diesen scheiß Teil erschlagen. Ich krieg das Kotzen hier, Leute. Nein! Ich muss irgendwas zerschlagen hier. Oh, Leute. Ja, das Level-Up ist mir jetzt auch scheißegal. Der Sturm ist ein echter Nachteil, aber beim nächsten Mal schaukelst du diese Ach sicher, Mario. Ja. Tot hat recht. Also eigentlich glaube ich tatsächlich nicht, dass er recht hat, aber wenn dann schaukeln wir die Sache richtig beim nächsten Mal. Also beim nächsten Part von Mario Tennis Aces. Wir haben heute nicht viel gemacht. Das ist jetzt eigentlich der zweite Kampf, den wir hier machen. Aber gut, der dritte war. Moment mal. Das muss ich jetzt nachschauen. War da noch einer dazwischen? Ne, zweite hat schon gestimmt. Okay, also wir haben heute zwei Kämpfe gemacht. Und nur einen geschafft. Aber okay, solange es nicht so ist wie bei der Villa der Illusora, ist alles in Ordnung immer noch. Gut, ich war stehen geblieben. Vito, okay. Erstmal danke fürs Zuschauen natürlich. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Vielleicht schaut euch noch mehr Videos von mir an und hinterlasst dann auch ein Abo. Wäre nett. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wo wir hoffentlich, wie Toad sagt, es schon schaukeln. Also gut, bis dann und ciao.